Hallo! Willkommen nach lange Zeit zu unserer nächsten Zuschauerfrage. Ey, gib mal die Fax! Warum denn so laut? Warum schläfst du denn? Was? Warum schläfst du denn? Was? Gib mal die Fax. Ja, wir haben so viel. Wir haben so viele Der Fragen. Der Fax ist voll. Voll? Guck mal, ne? Wer war das? Ich weiß nicht. Michaela. Aus Hannover. Hannover. Ach so. Michaela, was will der Michaela? Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Michaela. Und sie fragt? Sie fragt? Ich bin gespannt. Warum lügen Afrikaner so oft? Was? Bruder, was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Das stimmt gar nicht. Das stimmt nix. Wir lügen nicht. Wir sagen immer nur die Wahrheit. Ja. Nee, wir lügen nicht. Ja. Wir sagen nicht nur die Wahrheit. Siehst du, wir sagen sogar mehr als die Wahrheit. Oder weniger. Ja. Egal. Aber. Ich habe eine Antwort auf diese Frage. Der Opa, ne? Der Opa, ey. Wir haben so viele Zeit mit der Opa verbracht. Mit der Opa verbracht. Der Opa ist weiß, ey. Er hat viele weiße Haare, weiße Bart. Mhm. Und er hat. Er hat gesagt, in Europa hier, in Deutschland hier, gibt es Pinocchio. Pinocchio. Das ist eine kleine Person und immer wenn sie lügt, wird die Nase länger. Länger. Das ist interessant. Guck mal meine Nase. Meine Nase ist platt. Guck mal deine Nase. Deine Nase hat keine Geld mehr? Oder die ist platt. Pleite. Hat keine Luft mehr. Pleite. Und deine Nase? Meine Nase? Ist platt. Nee, meine Nase ist klein. Aber deine Nase, Michael, ich hab keine große Nase. Deine Nase, guck in den Spiegel jetzt. Deine Nase ist lang. Deutsche Nase ist lang. Michael, du hast das ist gelogen. Du lügst, Pinocchio hat gesagt. Sogar die Frage war eine Lüge. Die war eine Lüge. Michaela, lass das. Was ist das? Pinocchio, du bist gut. Danke, Pinocchio. Heute hat Gerechtigkeit gewonnen. C'est comme ça, in Afrique.